So, ich bin hier am Stand von Earthwell und ja, Earthwell produziert Trinkflaschen in verschiedenen Designs und einmal haben wir hier normale Trinkflaschen, also einwandig aus Edelstahl, schön pulverbeschichtet für eine schöne Haptik. Dann haben wir die großen Varianten mit 1 Liter und 2 Liter, alle aus Edelstahl und die gibt es teilweise auch als isolierte Flaschen und unisolierte Flaschen. Patentiert ist hier ein Flaschenöffner oben drin, um Flaschen aufzumachen. Und auch der Ring hier ist sehr griffig gummiert und hier hinten auch mit einem Kunststoff befestigt, sodass der Ring nicht abgeht, wenn ich den Deckel abschraube. Bei den kleinen Trinkflaschen finde ich es sehr schön, dass die einen abschraubbaren Deckel haben mit Holzoptik obendrauf. Einmal haben wir hier jetzt Ahorn und das gleiche gibt es auch mit Nussbaum. Dann haben wir auch verschiedene kleine Gefäße. Einmal hier so ein Kaffeebecher mit Trinktülle obendran, so mit Trinkdeckel, auch mit Luftloch. Ja, kann ich hier schön verschließen. Hier hinten kann ich mit dem Karabiner die Tasse überall hinhängen. Auch hier haben wir wieder den schön gummierten Griff dran. Dann gibt es das Ganze auch in Kaffeebecher, einwandig. Und es gibt die klassischen Trinkbecher in der Karaffenform so ein bisschen oder in der ganz normalen Becherform. Doppelwandig isoliert und die Trinktülle kann ich dann hier abnehmen. Die ist nicht fest, sondern die kann ich hier einfach komplett abnehmen. So, ich habe hier noch ein schönes Bundle entdeckt, das Earthwell anbietet, und zwar so eine Hüfttasche mit Trinkflasche zusammen. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal aus der Nähe, finde ich eine gute Kombi. Und zwar haben wir hier vorne einfach so Molle-Schlaufen, um Sachen zu befestigen. Ich habe hier vorne ein Zipperfach und hier ist schönes Meshgewebe drin, leicht gepolstert, mit einem D-Ring für meinen Schlüssel. Dann habe ich hier ein Dann gibt es hier oben ein großes Hauptfach und es ist auch wieder unterteilt. Zum einen habe ich hier im hinteren Bereich einen Reißverschluss für ein Fach, wo ich Wertsachen reinpacken kann. Und auf der anderen Seite nochmal ein Fach mit Klettverschluss, wo ich auch dementsprechend was reinmachen kann. Und das Hauptfach selber ist auch sehr geräumig, also da geht auch einiges rein. Die, das ganze Polster hier, die Fläche, die am Körper anliegt, ist gut gepolstert. Und auch an den leichten Hüftflossen, die hier rumgehen, sind nochmal Molle-Schlaufen dran und so Ösen, wo ich Karabiner oder sonst was hinhängen kann. Da kann ich mir meinen Trinkbecher oder alles Mögliche hinhängen. Und was ich schön finde, auch gerade der Bereich hier unten für die Trinkflasche ist so größenverstellbar, dass ich da auch die dicken Flaschen jetzt zum Beispiel reinbringen würde und dann habe ich ein komplettes System dabei. Das gleiche gibt es auch noch eine Nummer größer und zwar als Slinger, den ich mir dann so seitlich über die Schulter hängen kann. Einmal auch wieder der Trinkflaschenhalter und ich kann den Gurt hier unten einmal auf links und rechts tragen. Habe hier nochmal so einen kleinen Gurt, den ich hier einhaken kann, um es als Umhängetasche zu tragen. Schön abgepolstert, Molle-Schlaufen, D-Ring. Hier unten nochmal so eine schöne, weiche Netztasche. Und im Innenraum habe ich auch einen Haufen Platz, einen Karabiner für einen Schlüssel. Alles schön mit Meshgewebe auf der vorderen Seite. Und die große Haupttasche bietet einiges an Platz. Erstens geht sie ganz weit auf und ich habe hier so eine richtig schöne Organizer-Anordnung, mehrere Taschen mit Reißverschlüssen und auch hier oben, hier drüben eine große Haupttasche mit Reißverschluss.
Ja, die Taschen fühlen sich alle recht hochwertig an und gibt es in einmal so einem Coyote-Braun, beige und auch in so einer schwarzen Ausführung sowohl die Slingertasche als auch die Hüfttasche.